Vorsicht bei der Ableitung dieser Funktion. Sie ist sehr wichtig für den Physikunterricht. A, Omega und Phi sind konstante Zahlen und die Variable ist x. Zuerst fliegt diese Zahl a als multiplikative Konstante aus der Ableitung raus und dann bleibt noch abzuleiten der Sinus von Omega x plus Phi. Das ist eine Kettenfunktion, also benutzen wir die entsprechende Formel g von f von x prim. Das ist g prim, aber nicht bei x, sondern bei f von x ausgedrückt, multipliziert mit f prim von x. In unserer Übung ist das g der Sinus und das f von x, das ist Omega x plus Phi. Sin prim ist cos. Diese Ableitung cos soll aber nicht mit x, sondern mit f von x ausgedrückt werden. Also finden wir Cosinus von Omega x plus Phi. Und das ist noch zu multiplizieren mit f' von x, also mit der Ableitung von Omega x plus Phi. So, die Ableitung von Omega x plus Phi ergibt Omega und diese Zahl Omega, die multipliziert, setzen wir noch nach vorne und somit erhalten wir als Ableitung von a Sinus Omega x plus Phi a mal Omega mal Cosinus von Omega x plus Phi. Wie eben gesagt, diese Ableitung ist sehr wichtig im Physikbereich. In Physik heißt diese Variable aber nicht x, sondern klein t, t wie Time, die Zeit. Und schon ist unsere Übung beendet.